Hans Krucker trainiert wieder mit der Mannschaft. Ein halbes Jahr, nachdem der ÖSV-Abfahrer nach einem Sturz mit schweren Kopfverletzungen 5 Wochen lang im künstlichen Tiefschlaf gelegen war, zeigt sich der Bad Hofgasteiner in seiner Heimatgemeinde gut gelaunt beim Training mit seinen Kollegen. Ihm geht's gut, also da werden sie sich selber überzeugen können, dass es ihm sehr gut geht. Er macht einen sehr guten Eindruck, kämpft sich Tag für Tag näher an seine körperliche Verfassung, die er vor dem Unfall hatte, heran, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Rennen wird Krucker in der kommenden Saison wohl keine bestreiten. Er fühlt sich zwar gut, merkt aber, dass er körperlich noch nicht da ist, wo er vor dem Unfall war. Ja, es ist vor allem mein rechter Fuß, da habe ich das Gefühl noch nicht ganz. Da ist die Haut oder ja, die Hautoberfläche ist da ein bisschen taub noch, und das ist eben vom Gefühl her nicht ganz normal. Und da sind wir eben so beim, oder da ist laut Ärzten, ist das einfach eine Frage der Zeit, bis das wieder kommt. Und da probieren wir halt alles Mögliche, dass wir da eben mit Trainingseinheiten ein bisschen das beschleunigen können. Und das, glaube ich, funktioniert eigentlich echt gut. Und los! Gehen! Geht schon! Und stopp! Auch von der Einstellung her ist er wieder der Alte, sagt Hans Krucker. Ein paar Dinge haben sich aber schon verändert. Es ist natürlich, wenn man jetzt, oder wenn ich jetzt Radl fahren gehe, dann fällt dann die Natur viel mehr auf noch. Oder in welchem schönen Land wir leben, oder in Gasteinheim da vor allem, dass es da wunderschön ist und sowas. Und das, sage ich, ist vorher vielleicht so beim Training, ist das einem nicht mehr so bewusst gewesen. Und das ist natürlich jetzt wieder was, was mir sehr bewusst ist, einfach durch das, dass es da recht knapp war, dass ich überhaupt da sitzen kann. Und von dem her, das sind natürlich schon Sachen, die was irgendwie wieder bewusster werden und was einen auch glücklich machen. Die Teamkollegen freuen sich mit Hans Krucker über dessen Genesung. Man sieht ja schon, schaut auch schon wieder sehr gut aus und kann eigentlich einen Großteil alles mitmachen. Hat sich schon sehr, sehr gesteigert im Vergleich zum ersten Kurs. Und ja, ich denke, er ist auf einem richtigen Weg, und das schaut wirklich danach aus, dass das auch wieder alles wieder los wird. Nur noch 2 Wochen werden die ÖSV-Abfahrer die Gasteiner Sonne genießen. Dann geht's schon wieder zum Gletschertraining. Das wird heuer allerdings noch ohne Hans Krucker stattfinden.